Ein perfekter Ort für Straßenkunst. Im UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte findet jetzt zum zweiten Mal die Urban Art Biennale statt. Die 10.000 Quadratmeter große Möllerhalle, wo früher die Rohstoffe für die Eisenverarbeitung lagerten, bietet spektakuläre Ausstellungsräume für Graffiti-Kunst aller Art. Es sind Künstler aus aller Welt hier, aus Kalifornien, aus New York, Graffiti-Kunst von überall her. Es ist wirklich unglaublich. Es sieht wirklich gut aus hier. Ist der Ort hier gut für diese Art Kunst? Ja, die Energie stimmt. Die kraftvolle Energie der Straßenkunst passt hier in einem solchen Gebäude sehr gut. Es ist wirklich sinnvoll und sieht gut aus. Statt auf U-Bahn-Waggons auf Leinwände gesprüht. Längst ist Straßenkunst auf dem Weg in Galerien und Museen. Und die Sprayer sind anerkannte Künstler mit Atelier und Zigarre. Doch auch die Superstars der Szene ziehen ihre Energie noch immer aus ihren Anfängen. Ich habe in den späten 70ern, frühen 80ern angefangen, U-Bahn-Waggons anzumalen. In New York City. So hat das alles angefangen, aus Spaß. Ich wollte damals König der U-Bahn werden. Wenn man dann seinen Namen vorbeirollen sah, das war eine tolle Sache. Aber die Dinge ändern sich. Man wird älter und älter. Die bemalten Züge in New York sind verschwunden. Alles ist sauber und neu. Und ich selbst bin jetzt Mitte 40. Da macht man sowas nicht mehr. Das Leben fühlt sich ganz anders an. Jetzt geht es darum, ein Künstler zu sein, ein Maler. Den Bezug, den verliert man, denke ich, nie. Denn wenn man eine Sache über eine derart lange Zeit gemacht hat, das heißt also über 20, 25 Jahre, dann lebt man das. Und da wirklich völlig rauszukommen, das ist eigentlich unmöglich. Und insofern denke ich auch, dass die Anfänge, also die Erfahrungen, die man auf der Straße gesammelt hat, immer noch in den Leinwänden auch mitwirken und mitschwingen. Und das ist einfach eine Sache, die bleiben wird. In der Anfangszeit war auch mir persönlich das nicht so ganz klar, dass da eine Kraft dahinter steht, die so enorm groß ist, dass sie wahrscheinlich unsere gesamte museale Kultur im Kunstbereich verändern wird. Denn diese Künstler sind auf dem Weg von der Straße in die hehren Tempel der Kultur. Das sind die Museen, aber sie werden sie verändern. Der Weg von der Straße in die Museen verändert natürlich auch die Kunst. So wären in einer schnell gesprühten Aktion die geometrischen Schichtungen auf den Arbeiten des in Berlin lebenden Dänen Morten Andersen gar nicht möglich. Da es eine Arbeit auf Leinwand ist, kann man verschiedene Techniken anwenden. Man kann die Leinwand auf den Boden legen, sie ganz mit Farbe tränken, man kann sprayen, mit Acrylfarben malen oder mit Zeichenstiften. An der Wand ginge das überhaupt nicht. Ja, auf Leinwand kann man viel genauer arbeiten. Es ist viel entspannter. Man ist mehr drin im Malprozess. Wenn man dagegen auf einem Zug oder auf der Straße arbeitet, muss man schnell sein, schnell und einfach. Auf der Leinwand nimmt man sich Zeit, denn vielleicht kauft ja jemand mal das Bild, hängt es bei sich zu Hause auf und es ist für die Ewigkeit. Und man möchte doch, dass die Menschen, die es angucken, sagen, wow, was für ein gutes Gemälde. Auch das Writing, die Buchstaben, aus denen Graffiti eigentlich und ursprünglich besteht, verändert sich, sobald es auf bewegliche Bildgründe gesprüht wird. Klassisches Graffiti ist eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Also es geht immer darum, neue Buchstabenformen zu kreieren, neue Buchstabentypen zu entwerfen. Und die Reihenfolge der Buchstaben war im Grunde genommen immer vorhersehbar. Und bei den Leinwänden ist das völlig aufgebrochen. Die Reihenfolge ist nicht offensichtlich. Also man muss sich schon mit den Arbeiten auseinandersetzen, um auch die Buchstaben und den Schriftzug zu finden. Von der Untergrundbewegung mit Protestcharakter zum Massenphänomen. Doch trotz Zähmung und Kommerzialisierung, die ursprüngliche Kraft ist auch auf den Leinwänden noch zu spüren. Und die Ausstellung in der Völklinger Hütte eine wirklich anregende Entdeckungsreise mit vielen Facetten.